Servus Leute, willkommen zurück zu Terranigma. Ja, ihr seht schon, ich fliege gerade. Ich bin jetzt den ganzen Weg von der Hafenstadt wieder zurückgelatscht. Da, wo der Vogel auf mich wartete. Und jetzt fliege ich wieder hoffentlich zurück zum Außenposten von den ganzen Vögeln. Weil, im Ernst, ich möchte mich hier auf diesem Teil der Karte noch umsehen. Und dass ich da mit dem Schiff nicht mehr entlangfahren kann, das ist ziemlich bescheuert. Ja, endlich, danke. Jetzt muss ich hier auch speichern, weil sonst muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Zum Glück habe ich das nicht aufgenommen. Den ganzen Weg zu Fuß wieder hier hinlatschen, das ist schon nervig. Naja, es bleibt mir anders übrig. Ich musste es tun, tut mir leid, dass ich es rausgeschnitten habe, aber nee. Lass doch los! Ach. Und kletter eben langsam runter, von mir aus. Ja, und weg hier. Ah, endlich wieder da auf dieser Seite. Ich wollte hier eigentlich hin, aber irgendwie legt das Schiff nicht ab. Jetzt kann ich mal gucken, was hier unten ist. Ich glaube, ich war hier schon mal, aber irgendwann. Am Anfang des Spiels oder so. Guyana. Ich glaube, ich war hier schon. Was los? Ja, da ist eine Pflanze, die tanzt. Nicht reden kann. Meint ihr denn nicht, Pflanzen sind mein Glücksding? Amazonas. Ah, Portal. Boah, hier sind wir wieder. Das ist ja schon ewig her. Wer will ich nicht speichern, ist die Musik unheimlich. War, glaube ich, der Startpunkt von allem. Links ist ein kleines Dorf. Da ist auch was. Da ist ein Händler. Da war gerade ein Soundbug. War ein Händler? Hast du ein nützes Zeug? Will ich nicht. Unnütz vielleicht nicht, aber ich will es trotzdem nicht. Du, du, du. Da war ich, glaube ich, auch schon. Ah, das sieht mir doch neu aus. Warum war ich hier noch nie? Hä? Was ist das? Eine Feldmaus? Wie süß. Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Ist du ja, fertig. 3, 2, wie auch immer. Wo muss ich lang? Kann ich nicht lang. Ja. Keine Ahnung, ob ich gerade. Oh, Kaktus, wegschmeißen. Moment, kann ich die kleinen Pilze da auch wegschmeißen? Nee. Dadurch. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich renne voll in die Sackgasse, verdammt. Weg da, ihr Kaktusse. Kann ich wieder zurück? Ich bin so langsam, ich sehe es jetzt schon. Das sind zwei Gegner, die werde ich mal vernichten. Ich kann nicht angreifen. Lass mich doch durch! Da, Kaktus, weg da! Nein, das ist ein Loch. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Nimm das Moos und schmeiß es weg, geht nicht. Warum fliegst du da rein? Was ist denn das für eine komische Anziehungskraft? Ja, komm, red mit der Maus. Geschafft, Glückwunsch. 1 Minute 3 Sekunden. Das erste Mal, sorry. Sehe ich nicht ein. Ja. Nee, da war falsch. Da kann ich nicht durch, dann renne ich da lang. Geilung! Weg mit dem Kaktus! Und der da auch. Oh, ich habe den anderen gekillt. Das war gut, das war gut! Weg damit! Hier etwas vorsichtig. Ja, und rüber, und rüber! Komm, das passt! Glückwunsch! 25 Sekunden, toll, besuch uns bald wieder.
Meine Zeit ist auf der linken. Mein Ziel ist auf der linken Seite. Da, so? Hä? Nein! Ich check's nicht! Geilung! Jetzt bin ich noch schneller. Kristall ist mein. Ich weiß zwar nicht, welche Zeit ich schlagen muss, aber... So, weg da. Danke. So. Wir geben auf Glückwunsch. Nimm das versprochene Präsent an dich. Sternglänz zu geheimnisvoll. Ja! Ja! Habt ihr davon? Mit mir legt euch nicht an. Oh, jetzt auch was. Sieht aus wie eine vernichtete Stadt. Winterbox! Eine Mimik? Nee, Hoffnung Gold. Wie habe ich jetzt seitdem ich Dark Souls gespielt habe, habe ich jedes Mal, wenn ich eine Truhe sehe, Angst, dass es eine Mimik sein könnte. Vitalelixier, geil. Meins. Und die KP, ja. Ich steig um 5, geil. Ist hier noch irgendwo was? Ja, ein Ausgang. Naja, egal. Ah, hier ist auch was. Ein Vogel. Aber mit dir rede ich jetzt nicht, du bringst mich sonst wohin. Kann ich mit dir reden? Wahrscheinlich nicht. Tschitscha! Piep! Nein! Lass mich in Ruhe, Vogel. Ich möchte mich erst da oben umgucken. Da! Nix. Da! Yes! Lore, Lore, Luit, Lore, wie auch immer. Erst die Stadt. Die Stadt ist wichtig. Liotto. Das war, glaube ich, die Stadt, oder? In Liotto ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Alle Grafen besitzen verborgene Kräfte. Findest du eine, so rüste dich mit ihr aus. Ja, dann gib her. Hallo Ladenbesitzer, willkommen! Was ist das? Halt tödliche Vergiftungen. Okay. Kann nie genug davon haben. Ups. Folgen meines Flusses. Hab ich schon. Was sind das? Das war verhöht die Kraftpunkte. Geil! Was ist das da? Ein provokantes Outfit. Okay. Sieht das aus mit der Waffe? Plus 3 plus 2. Seelenbrecher. Ich habe 236. Oh, plus 50. Geil. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Moment, das Magie-Shop, oder? Die Wahrsagerei, was sagst du? Hehe, Sterne, Kinder, Zukunft und so weiter. Tralalalala. Du wirst durch die Lüfte fliegen. Eine Knolle sei dein Glücksbringer. Aha. Eine Knolle. Ja, die kann ich auch fressen. Aber ja, Typus. Ich habe mich mit Schuhcreme angerieben. Aha, danke für die nutzlose Information. Bleib stehen, ich will mit dir reden. Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz und man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Schön wär's. Schön wär's. Ich glaube, wenn jeder Mensch das tun würde, worauf er Bock hat, dann wäre die Welt kein so guter Ort. Hallo, ich bin ein Fußballfan. Magst du Fußball? Ich persönlich? Nee. Was soll das denn sein, Fußball? Das weißt du nicht? Unfassbar. Ich weiß es schon, was es ist, aber ich mag es nicht. Ich meine, selber Fußball spielen mag ich schon, natürlich, aber wenn ich so nachgucke wie im... Moment, ich kenne ich doch. Wenn ich so nachgucke wie im TV die Leute im Fußball hinterherrennen, das finde ich dämlich. Naja. Endlich habe ich dich wiedergefunden. Lass mich nie mehr allein. Achso, das sagt sie. Lass mich nie mehr allein, ich habe mich entschlossen bei dir zu bleiben. Von mir aus? Na gut. Aber jetzt beruhig dich wieder.
Oh Mann, los jetzt, auf zum Karneval. Ein solches Fest habe ich ja noch nie gesehen. Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung, aber nachts... Hallo, willst du Zuckerwatte? Nee, ich mag keine Zuckerwatte. Ihr geht, das ist mir viel zu süß. Und, bist du auf Diät? Astarika liegt hinter dem Berg im Nordwesten. Die Einwohner von Astarika pflegen seltsame Rituale. Oh, da ist ein Kristall. Magst du Torten werfen? Torten werfen spielen? Versuch mal's. Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Tierquälerei. Fang schon an. Und Melin, wie ist sie, glaube ich, da hinter mir? Die geht voll ab. So, wie geht das? Eins. Ja. Muss ich alle treffen? Wie treffe ich jetzt die da hinten? So, wahrscheinlich mit Anlauf. Oh Mann, bist du ein totaler Loser. Ey, Junge. Das ist ein Pfeifenspieler, Flötenspieler. Ich hau dir gleich selbst so eine Torte um die Ohren. Na, warte. Wolf, wo willst du denn hin? Es gibt noch viel zu sehen. Ich will raus, ich will nochmal Tortenwerfen spielen. Da ist ein Jongleur. Du da! Hol aus und brate ihn eins über, aber wirf ruhig fest genug. Spacko. Weiter oben steht diese Liebesstatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunden verbracht. Woher weißt du, dass du Spanner-Clown? Mieze! Kitty Cat. Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Weiter oben hat er gesagt, muss ich da hin? Da irgendwo? Oh, Zucker! Eis und Kaffee. Ein Eis. Hier bitte. Njam, njam, njam. Lecker. Vielen Dank. Weiter oben steht die, okay. Was bist du? Früchte! Gegen den Durst, Äpfel, 8 Taler, Wassermelone, geil, gib her. Wir hatten dieses Jahr eine gute Ernte. Ja, Wassermelone, geil, lecker. Ich liebe Wassermelonen. Statue der Liebenden. Ja, Melin, so ist sie. Oh, wie romantisch. Aber nicht mit dieser Musik. Sieht fast aus wie die Jesus-Statue von... wo war das? Rio de Janeiro? Und ich glaube, das soll auch eine Anspielung drauf sein. Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Es geht so. Totaler Quatsch. Es geht so? Das klingt doch auch nicht gut. Na. Ja. Aber vielleicht doch etwas übertrieben. Psst, sei still. Wolf, bist wohl nicht besonders romantisch. Also ich hier eigentlich schon. Eigentlich. Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu. Es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Wolf. Ist der Altersunterschied nicht etwas zu groß? Und wenn ich schon jemanden liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Wird er dir über deine Gefühle klar, Wolf? Ja, ich glaube, das ist die Jesus-Statue. Die ganz oben von Rio de Janeiro war es, glaube ich, ist. Aha, du! Na, warte. Ja, und wie? Jetzt mache ich die Katzen platt. Ey. Danke. Ja. Die letzten. Ja! Das ist meins. Ich freue mich, dass dir Tortenwerfen so viel Spaß macht. Da fehlt ein L, glaube ich. Sie wird heute Abend zurück sein. Ist hier irgendwo ein Inn, wo ich übernachten kann? Hier vielleicht? Nee, da war ich schon.
Ich glaube, das hier soll eine Anspielung auf Rio de Janeiro sein, oder? Da oben ist ein Bär. Da ist eine Frau. Mein Mann ist Fischer. Aber zuletzt war der Fang nicht besonders. Er sagt, er hängt mit der Erscheinung der Nixeninsel zusammen. Aha. Bestimmt muss ich auf diese Nixeninsel und die Nixen bekämpfen. Ja, ziemlich große Häuser. Ulala. Ist unser Affe nicht niedlich? Er tanzt sogar Samba. Der Affe ist mir egal, aber du bist ulala. So langsam brennen meine Augen, es ist ja schon 4.30 Uhr morgens. Am Tag herrscht eine Sirene, kenne ich schon. Das Leben ist nur kurz, sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Ich sag dasselbe wie der andere Clown. Irgendwie sagt jeder Clown das Gleiche. Und ich wollte heute eigentlich gnadenlos aufnehmen. Oh. Ist hier kein Speicherpunkt? Der nächste Turm erscheint im Osten des Meeres und mit Monstern. Also rechts von mir. So können wir nicht fischen. Wir müssen die Monster loswerden. Ja, ich hier. Ich kann die Monster plätten. Heuert mich an. Viele sind verschwunden. Wir können nicht mehr zur See fahren. Alles begann, als der Turm erschien. Ja, du da. Der Nixenturm erscheint im Osten des Meeres und mit dem Monster. Monster dümmelt sich im Osten des Meeres. Viele sind dort umgekommen. Da unten ist auch einer, mit dem kann ich aber nicht reden. Ja, ich hier, bin der richtige Mann. Los, überlass das mir, ich mach die Nixen platt. Kann ich aber wahrscheinlich noch nicht. Hahaha, lalala, tralala. Ah, da ist ein Ding. Ein da. Wahrscheinlich muss ich zuerst pennen gehen. Mutter ist zum Karneval gegangen. Mutter ist noch immer nicht zurück. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. Doppelbett, Einzelbett. Ich speichere. Wahrscheinlich muss ich mich erst wieder aufs Ohr hauen, damit was passiert. Und das mache ich das mal im Einzelzimmer. Im Bären. Ich penne. Und ich könnte jetzt auch ein bisschen Schlaf vertragen. Und schon bin ich wieder wach. Hallo, kleines Mädchen. Mutter, was ist immer noch zurück? Ah, es ist Nacht. Ah, Moment. Hallo, Mailing? Wolf? Wolf! Du bist nicht Mailing. Warst du Melina? Ich weiß nicht mehr, wie Melina aussah. Keine Sorge, der Weiße weiß, dass ich hier bin. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Seit du gingst, Wolf, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Christa. All das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Wolf. Und Melin kommt und überrascht uns, oder wie? Ich möchte mit dir zusammen sein, Wolf. Das ist eine Erscheinung. Wolf, ich liebe dich. Bis heute Nacht. Das ist deine große... So, das sagt es mir ihm. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Wolf, dein Herz ist bereits vergeben. Aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ups. Nein! Toll, jetzt habe ich den restlichen Text nicht gelesen und auf einmal ist wieder Tag. Die Nacht vergeht ganz schön schnell hier. So, kann ich jetzt mit dem Schiff fahren? Wie aussieht schon? Armes alle.
haben es alle kapiert. Wenn wir nichts unternehmen, ist es aus. Wer sich zum Kampf gegen die Monster stellt, erhält ein Schiff von mir. Traut sich jemand, die Monster zu bekämpfen? Ja, ich hier. So viele gestandene Männer, aber keiner mit Mumm was. Ja, ich hier. Aber zuerst werde ich speichern, danach werde ich mir dein Schiff klauen. Ich glaube, dass ich den nächsten Part mache. Ob ich den nächsten Part jetzt gleich aufnehme, dann... gut, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich ziemlich müde, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal, ob ich aufnehme. Wer weiß. Dann würde ich sagen, das war Terranigma. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.